Wir erzählen euch heute, was ihr noch nicht wisst. Eine Geschichte über Klaus, der bricht aus dem Knast aus. Eine Geschichte über Peter, den trifft der Klaus dann später. Und es gibt viel Gezeter auf jedem laufenden Meter. Peter erwacht nach einer harten Nacht. Er hat wieder einen Gefangenen gemacht. Er ist angestellt bei der exekutiven Gewalt. Des Nachts macht er die Gangster kalt. Er schlüpft in die Uniform und nimmt eine Kugel Blei. Denn er ist bei der Polizei. Heute geht der Aggro zu seinem Job. Denn letzte Nacht hat ihn ein Schläger gefoppt. Peter ist in seinem Job echt top, doch heute hat er so gar keinen Bock. Er startet den Wagen, kann ich genug davon haben, Gas zu geben, über die Straßen zu schweben und den nie gelebten Traum zu leben. Er hält sich nur wach, dank massenhaft Koffein, stellt sich vor, bei einer Verfolgungsjagd zu fliehen. Deshalb fühlt er sich jetzt auch so gefickt, denn er wurde soeben geblitzt. Doch er denkt sich, Wayne, ich bin hier der King. Ich hätte große Lust, nen Penner umzubringen am Straßenrand. Steht ein Passant, da hat er sie angewandt, die Knarre in der Hand, welch Schand tat. An einem schönen Morgen erwacht der Klaus mit Sorgen, mit falschem Fuß steht er auf, putzt die Zähne und geht raus. Ja, er hält es nicht mehr aus, ballt die Faust und holt aus und er schlägt Passanten nieder, wieder und wieder. Dabei singt er Nazi-Lieder, denn er ist ein großer Krieger. In seinem Kopf dreht sich alles, doch er weiß es, er kann es. Er zückt seinen Revolver, schießt auf einen Typ namens Oliver, so oft, dass niemand mehr weiß, ob das mal der Oliver. Schon hört man sie reden, die ihm den Rausch nehmen, und er plötzlich realisiert, er muss was unternehmen. Er lässt alles stehen und liegen, um sich wieder einzukriegen und dann ganz schnell und flott die Kurve zu biegen. Die Bullen kommen um die Ecke in schnellem Galopp, mit quietschenden Reifen, ja ich sag's mal salopp. Sie haben ihn erwischt, Schlagschott in sein Gesicht, jetzt kommt er vor Gericht, in den Knast will er nicht. Das Gerichtsverfahren war total abgefahren, Klaus hat den Richter beleidigt und sagte darauf scheiße. Klaus sagte, er will nicht in den Knast. Fick dich, du Spaß, du kommst jetzt ins Gefängnis, und zwar lebenslänglich. Selbstverständlich, sagte der Richter dann schließlich endlich. Darauf lief es hinaus, doch schon bald kam Klaus wieder raus. Bevor die Kollegen kommen, ist er nicht verduftet. Darum wird Peter jetzt eingebuchtet. Aus dem Knast kommt er so schnell nicht mehr raus. Doch neben ihm der Knastbruder Klaus. Klaus ist jetzt schon seit 2 Wochen. Er hat das Gefühl, sie wollen ihn weich kochen. Mit Peter ist er schon ganz dick. Ab durch die Mitte und zwar quick. Peter kennt den Knast genau, denn er hat ihn selbst gebaut. Hier drin halten sie's nicht mehr aus, durch den geheimen Gang kommen sie hinaus. Klaus fährt Leute übern Haufen, mit dem Auto, das sie klauten. Sie wollen sich ne Knarre kaufen, doch sie haben sich dann verlaufen. Klaus und Peter, Übeltäter, früher, heute und auch später.